Moin, ihr Baggerluten. So, nächste Folge Alan Wake. Ja, wir waren jetzt hier gerade quasi dabei, uns hier mal die nähere Umgebung von nicht der zentralen Sternwarte anzuschauen. Mal zu gucken, ob wir hier Sachen machen können. Da schon mal nicht. Und irgendwelche Dinge finden. Ja. Weil es ist jetzt tatsächlich so, dass man... Für die Leute, die gerade erst vielleicht eingeschaltet haben, na, dass man Waffen und alles Mögliche freischalten kann, halt, indem man neue, indem man Manuskriptseiten findet. Und diese quasi damit freischaltet. So ab 17 oder 15 Dingern gibt es eine neue Waffe und so, wenn man die dann halt findet unterwegs. Was ist das denn jetzt? Irgendwo hier jetzt, oder nicht? Hier. Da! Da! Und zum Vorlesen und oder Nacherzählen. Die, nein! Nein! Oh Mann! Nicht im Ernst! Nö! The spiders aren't really the work of the enemy. They're a side effect. A part of the Dark Place's less significant fauna that has managed to slip through the opening I made when I arrived. Less an animal than an idea that has assumed the form of an animal. Makes them no less dangerous. But at least they're a little easier to deal with. The darkness doesn't protect them like the Taken, and thus they can be destroyed by either light or bullets right away. Oh Mann! Nee! Nee, ich hab keinen Bock drauf! Ich hab keinen Bock drauf! Oh! Ach Mann! Ihr kommt mir jetzt nicht mit so einer Spinnkacke an! Vor allen Dingen da in letzter Zeit wieder hier, es gab schon wieder so eine Warnung in Anführungsstrichen. Dass hier wieder Spinnen unterwegs sind, so spinnplagemäßig. Diesmal nicht die üble, fiese Waldtrichterspinne. Sondern die Hauswinkelspinne, glaube ich. Die können irgendwie auch tellergroß werden und greift auch an. Weil halt Klima gerade schon wieder so findet. Och man! Sponsor Eagle! Ach nö! Ich hab kein. Nein! Ich hab so richtig hart keinen Bock auf irgendwelche Kackspinnen. Da ist doch was. So, wahrscheinlich hier wieder Munition für. Ja, können wir nicht mitnehmen. Das heißt, wir werden erstmal ein bisschen hier mit rumballern. Ach, das ist... So, hier zum Beispiel. Combat Shotgun. 40 Manuskriptseiten. Ja, viel Spaß. Also das Einzige, was ich von diesem Spiel hier eigentlich gehört hatte, war, dass es relativ kurz sein soll. Naja, es sind jetzt, wenn ich jetzt überlege, 40 Seiten finden, das klingt mir nicht nach eben mal zwischendurch. Och man, warum spinnen? Warum zur Hölle spinnen? Ey, Hallöchen, die wurden mir gar nicht angezeigt. Zum Vorlesen und oder Nacherzählen. The pressure of success got to me. My wife Alice was the sole thing in my life that anchored me. Suddenly it wasn't enough. I couldn't write anymore. I distracted myself with wild parties and whatever trouble I could scare up. I wallowed in the drama of my life, sure that Alice would stick with me even though she didn't sign up to be the lifeline of a tortured artist. It was my dumb luck she's not the type to give up. Was ist denn jetzt eigentlich mit der? Kannst du mir erzählen, was momentan mit der los ist? Wo ist die? Was macht die so? Geht's ihr gut? Das war ja das Erlebnis da quasi in Cold Run Lake. War ja... Das ist schon so ein bisschen übel. Benutze. Serious. Hello. I'm Dr. Rachel Meadows and... Wait a moment, it's you. I can't believe you dare show your face around here again. Oh, mir nicht. Oh! Wow, der kennt die Tricks. Da ist noch eine andere Waffe. Ach, nett. Wow, hallo. Ach, fuck. Nein, lass mich doch mal weg hier. Baby. Alter Finne. Und nachladen. Eieiei, ist hier noch einer irgendwo?
Was ist denn das hier für eine Waffe? Ah, nee, da will ich doch lieber die Pumpgun behalten. Mal kurz heilen. Dass die jedes Mal kaputt geht dadurch. Was sind denn das für Lampen hier? Also, Leute, wechselt mal zu den Stadtwerken Kiel. Ich habe gehört, das ist super. Können wir jetzt... Ey! It wasn't me. I just look like him. Are you serious? That's what you're going with? Nein, echt! Es ist die Wahrheit! Stop him. You saw those shadow things trying to kill me, right? I bet he got along with them just fine. Yes. Yes, he did. All right. Come on in. Thank you. Easy! Hallo? Das ist ein cooles. Was ist denn das? Kann ich das lesen? Auch früher konnte man die Sachen noch durchlesen. Jetzt kann ich das gar nicht. Mount Red Tooth National Observatory. Ja, ja, das ist klar. Aber was ist das? Was ist denn das hier? Welcome. Restricted Area. Ja. Und hier? Toiletten? Mit Dr. Meadows. Meadows? Was bedeutet das? Ahornblatt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht. Irgendwie sowas in der Richtung, glaube ich. Blendgranaten. Sehr nice. Just a moment, I'll send the lift down to you. Lieb von dir, da oben ist sie. But I'm relieved to see an actual person. That's assuming this isn't some kind of cruel trick on your part, of course. Oh, lass mich hier noch einmal gucken vorher, bitte. Ob wir hier irgendwelche tollen Dinge finden. Oh, ganz im Ernst, ich hoffe, wir kommen noch mal. Ja, jetzt läuft er fast dran vorbei. Ich hoffe, wir finden noch mal irgendwie den Weg zurück. Wieder noch mal hinkommen. Hier oben können wir uns noch mal wieder ein bisschen aufladen. War wahrscheinlich dann der andere Weg da, ne? Liegt hier noch irgendwie was? Nope. Dann direkt weiter. Hoch bitte. Jo. So, Bitch. Zeigt sie mir gerade den Mittelfinger? Könnt ihr das sehen? Zeigt die Olle mir den Mittelfinger? Ich hab dir gar nichts getan. Ach, das soll das Ding sein. Ah, ja, okay. Gibt Sinn. Dass das da unten eine Miniatur war, aber das ist ja komisch. Ich finde das Design ein bisschen eigenartig. Auch, dass hier keine Wand ist. Jetzt habe ich das übersprungen. Entschuldigung, ich wollte das nicht. Ich habe das aus Versehen übersprungen. Ach, fuck. Okay, wir sollen ein Bildverarbeitungssystem holen. Tell me more about the signal. It's almost as if something's being transmitted to Night Springs. It's the strangest thing. It's quite elusive. Almost as if it wasn't properly there. I don't know how to describe it. So, what was the signal like? I wish I knew. He appeared before I had a good fix on it. He was very pleasant when I was working, but when I isolated the signal, he suddenly forced me out of the control booth. He said it was none of my business. He seemed to change. Somehow he was very smooth and charming before that, but suddenly he became... I'm sorry. I'm not sure I want to talk about it. Ach komm schon, ich muss das wissen. I have to ask. Do you always wear that to work? I was at a party for a local art exhibition. Fascinating works. When I was called away by my assistant, Michael was the first to spot this event. I don't know where he is now, actually. He was supposed to bring us some food, but he never showed up. Tell me about the event. Oh, it's quite fascinating. It looks as if stars were changing, somehow. Or shifting positions. It isn't really happening, of course. Most likely it's caused by some kind of atmospheric refraction phenomenon. But I've never seen anything like it. Okay, das ist komisch, wenn das... Aber die ist schon... Mag das ja, wenn Frauen so, ne, so einen kleinen, strengen Blick so mit der Brille, es macht ja grundsätzlich schon mal so ein bisschen streng. Ich find sowas gut. Did he hurt you? No, he didn't quite threaten me exactly. But those shadowy things started to crawl into view. And whatever the signal was, he seemed to be extremely frustrated by it. He just started breaking things and left. I thought it best not to interfere. You were lucky. He's done much worse.
Yes. He showed me a knife, and he kept talking. He enjoyed the sound of his own voice. A proper maniac. You really aren't anything like him, are you? Believe me, I try very hard not to be. Ich glaube, die hat einen steifen Finger, die Gute. Es tut mir leid, dass ich das so übersprungen habe. Das war irgendwie... Ach, Mann. Ich will ja selber gerne wissen, was da ist. Ich hoffe, das war keine unendlich wichtig essentielle Szene, die ich da außersehen... Fuck. Weil das war wahrscheinlich auch der Kontrollpunkt, ne? Sollen wir es machen? Nee, komm. Ist jetzt so, dann ist das so. So, wir sollen das Bild verarbeiten, wahrscheinlich aus einem... Kannst du mich mal kurz runterschicken wieder? Danke. Wahrscheinlich aus irgendeinem der anderen, hier Werkshallen. Hätte er jetzt fast gesagt. Oh. Mann, das Spiel macht mich jetzt schon kaputt. Und try to be careful. It's a very expensive part and we don't have a replacement. Ich dachte, du machst hier... That sounded more callous than I intended. Be safe. Ich wollte gerade schon sagen, das ist ja sehr nett, dass du dir um mich so überhaupt keine Sorgen machst. Aber dann... Schön, schön, schön. Da haben die das richtig gut gemacht. So, ne, das nimmt... Bin Randalierer, Vagabund, Bombenleger. Kann ich hier was machen? Hey, Buddy. Oh, nee. I figured I'd take a moment to talk to you. There's a party next door. I'm feeling pretty good right now. A little beer, a little fun, you know? It's nice. Listen, this whole thing between us, it's a little weird for me too, you know? I mean, we don't just look the same, there's a lot we share. I mean, up here. I know you, right? So I was thinking maybe we could... Kannst du mal ganze Sätze sprechen? Serious? These guys are getting out of control. Look, I feel like we're both victims of circumstance here. And maybe we could make some kind of effort to... Hat jemand geklopft? Geht denn auf der Party? Was macht er denn jetzt? The fuck? Never mind. Fuck! Und jetzt? Partycrasher. Eine üble Sorte. Aber verdammt charmant und hübsch. Also so wie wir. So, ich soll da hinten irgendwo hin. Ah, da wo wir eben gerade schon waren. Geräusche gefallen mir nicht. So gar nicht. War dieses Spinnennetz eben gerade schon da? Ich mag diese Folge jetzt schon nicht! Nein!
Das war eben gerade noch nicht so. Oh Mutti, ich will das nicht. Hier zieht sich alles zusammen, ne? Alter! Wo denn? Oh! Es gab eine Situation, da habe ich mit meinem besten Freund Herr der Ringe, War of the North gespielt, Krieg des Nordens oder Krieg im Norden. Und da kommen ja nachher auch diese fiesen Spinnen und ich hatte keine Ahnung davon. Und es ist, als ob tausend Zufälle irgendwie aufeinandertreffen. Oh. Oh, bäh. Gänsehaut. Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Gänsehaut. Oh. Und da habe ich, sind wir da rumgelaufen in diesem Wald und direkt die erste Spinne, die wir überhaupt gesehen hatten, hat mich gleich von oben angesprungen, mich festgehalten und. Excellent. I'll operate the platform directly below the telescope, so you can install the array. Don't worry, it's very easy. Okay. Und dann hat mich das Ding irgendwie gepackt, da irgendwie mit so einer Aktion, so ein Quicktime-Event und ganz viel draufdrücken und alles. Und ich habe mich so erschrocken, ich habe so geschrien wie ein kleines Mädchen, wie ein erwachsener, mächtiger Pirat. Und in dem Moment aber völlig übersteuert gewesen halt auch. Und TS-Internetverbindung für den Arsch, ich bin aus dem Game geflogen und aus dem Teamspeak. Und für ihn klang es halt nur so, und aus. Und ich war weg. Und er so, what the fuck? Und ruft mich, ah, scheiße, was ist los mit dir? Und... oh, das war ein Horror. Nicht zu hoch, bitte. Stopp! Alter. Brilliant, you got it. I'll just run a quick diagnostic on it. Yes, it's in perfect order. All right, we're good to go. Let's take a look at the skies. Ja, ich komm doch schon hoch. Oh, geilo. Oh, wie geil. Oh, ich mag sowas ja, ne? Hatte ich ja schon mal erwähnt. Oh. Auf einmal fröstet's mir ganz schön hart. Darf ich erstmal irgendwie... Now what? Well, you could go and open the secondary coolant flow valves manually. I know it's dangerous there, but, well... I got it! Please come talk to me if you have questions. Okay. Die Kühlmittelventile öffnen, aber hier schon? Aber hier jetzt, oder... wo denn jetzt? Lana, verdammt. Na gut, wird jetzt wohl wahrscheinlich bei ihr sein. Alter, Finne, kannst du das mal ein bisschen schneller machen? Is there something I should know about this coolant thing? Oh no, it's quite straightforward.
The telescope is very heavy, and moving it generates a lot of heat. So do all of the electronics. Overheating could cause damage, so it shuts down automatically if the coolant fluid isn't flowing. And hot electronics generate instrument noise, which we want to eliminate as much as possible. What is this coolant anyway? Is it dangerous? We use liquid nitrogen. It's quite safe. If I can make it to the valves in one piece. Yes, there is that. Good luck. I'm assuming you didn't have this kind of trouble using the telescope earlier, when my double was here. No, it went very smoothly. Until he turned into a nutter. This doppelganger of yours doesn't seem to want anyone else to look at this phenomenon. Honestly, it seems a little pointless to me. There are many eyes on the sky. I'm not sure what we're gonna get once this thing is working again, but I have a hunch. I doubt it has anything to do with outer space, or that anyone else can see it. I think it's a message for me. For you? That seems unlikely. And even if it were a very localized phenomenon, surely it's visible to others in the area. Maybe. But I wouldn't bet on it. There's a reason he came here, and a reason he doesn't want me looking at it. Ja, so viel dazu. Gut, liebe Leute. Dann würde ich sagen, dass das an dieser Stelle das wohl gewesen sein sollte. Wenn ihr die anderen Videos noch nicht gesehen habt, oder vielleicht Alan Wake halt, ne, den ersten Teil, also den Vorgänger hiervon, beziehungsweise das ist ja auch noch mit erster Teil, nur halt irgendwie Add-on-mäßig eher, wenn ich das richtig, weiß nicht, Teil 2 würde ich das jetzt nicht nennen. Na? Guckt einfach mal irgendwie rein, in der Videobeschreibung habe ich da auch die Playlisten verlinkt, auch von dem hier, damit ihr von vorne gucken könnt, wenn ihr das noch nicht habt, sondern zwischendurch einfach reingekommen seid. So, speichert er jetzt? Yo, hier ist der Kontrollpunkt. Super! Dann, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Winke, winke, ciao und tschüss.